Okay, wir schauen uns jetzt, Ahmad muss das hier sehen an. Hat es Ahmad gesehen? Sieht nicht so aus. Ahmad sieht nicht so aus, als hätte er hier drunter geschrieben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um Ahmad, aber diesmal keine Kritik, sondern Aufklärung. Und zwar versteht Ahmad ja immer noch nicht, warum seine Aussagen trans und homophob und so weiter sind. Für jemanden in meinem Alter und mit meiner Reife ist es vielleicht offensichtlich, für ihn offenbar aber nicht. Und ich denke, dass wir Meinungsblogger vielleicht nicht ganz fair zu Ahmad sind, wenn wir unsere Reife einfach bei ihm voraussetzen. Also behandeln. Nein. Nein, pass auf, pass auf. Pass auf, das hat nichts mehr mit Reife zu tun. Ich habe Ahmad, habe ich darauf hingewiesen, was Pädophilie bedeutet, und ein Video danach erzählt er nochmal den gleichen Schwachsinn und erzählt weiterhin, dass ich mich mit Pädokriminellen oder so abgebe. Aber mit pädophilen Menschen, die irgendwelche sexuellen Handlungen schon ausgeübt haben. Dementsprechend, das ist, hat nichts mit Reife zu tun, sondern er möchte Leute diskreditieren, falsch darstellen, Rufmord betreiben, Lügen verbreiten. Der möchte alles Mögliche machen, was nicht positiv ist. Und deswegen hat das nichts mehr mit Reife zu tun. Und wir sind sehr fair zu ihm gewesen. Er hätte sich immer ordentlich auch äußern können. Aber der hat alles immer schlimmer gemacht. Deswegen, das möchte ich an der Stelle direkt am Anfang betonen. Behandeln wir Ahmad für dieses Video einmal nicht als menschenfeindliche Person, sondern einfach als unwissend. Also Ahmad, ich versuche jetzt sachlich und deutlich... Er ist nicht unwissend, der weiß es ja. Wenn man ihm etwas erzählt und das ist faktisch richtig, weil man sogar Belege einblendet und er will es nicht verstehen und labert wieder den gleichen Müll, dann ist das nicht unwissend, sondern es ist dumm. Zu erklären, warum deine Aussagen problematisch sind. Ich sehe nämlich schon ein, dass keiner von uns Mainstream-Meinungsblogger das jemals in der Art getan hat, wie ich es heute tun werde. Wichtig, ich habe für das Video mit keinem Betroffenen gesprochen, ich gebe hier also nur meine Einschätzung zu den Sachen ab. Betroffene können ihre Meinung gerne in die Kommentare posten, ich herze die dann. Also, kommen wir zum ersten Vorwurf. Beziehen tut man das auf folgende Aussage. Du nicht findest, dass ich ein Ehrenmann bin, warum hältst du nicht einfach deine Fresse? Der hasst mich irgendwie richtig. Und ich habe mich gefragt, warum er mich hasst. Dann habe ich einfach mal ein bisschen geguckt auf seinem Insta. Ich habe echt das Gefühl, dass er auf mich steht. Könnte es sein, dass er auf mich steht? Vielleicht eine Hassliebe oder sowas. Aber dann sag mir das doch einfach. Schreib mir das privat. Da brauchst du keine Videos gegen mich machen. Ich weiß, was dich nicht das liebt. Sie schreib mir einfach privat, weil ich bin auch nicht abgeneigt. So. Also, warum ist das homophob? Es gibt gewisse Stereotype und Vorurteile gegenüber Homosexuellen, die man einfach nicht reproduzieren sollte. Genauso wie es Stereotype und Vorurteile gegenüber Schwarzen gibt, die auch problematisch sind. Eines dieser negativen Stereotype gegenüber Schwulen ist, dass sie ja potenziell immer auf einen stehen könnten und deswegen hält man Abstand zu diesen Personen. Hier ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Was? Mein Fußballkollege ist schwul? Dann will ich nicht mit ihm in die Dusche, der guckt mir bestimmt dauerhaft auf meinen Das ist ein homophobes Vorurteil und es wird genutzt, um Schwule auszugrenzen. Indem du jetzt also sagst, dass dieser vermeintlich Schwule bestimmt auf dich steht, befeuerst du dieses homophobe Vorurteil. Und deshalb ist die Aussage problematisch, auch wenn es ein Scherz war. Du findest es ja auch problematisch, wenn man über den Islam Scherze macht. Aber es ist Erdbeermilch. Oh, also die Erdbeermilch. Es geht in dem Video um das... Ich kann nicht drauf klar, ey, das fand ich schon damals so lustig. Weil es im Chat jemand geschrieben hat, dass Kaba Erdbeermilch ist, aber es wird ja das Gebäude gemeint. Ey, das ist wirklich unlustig. Wichtigste. Er hat einmal gesagt, Kaba ist Erdbeermilch. Ey, sorry, aber da muss ich einfach kurz. Gebäude der Muslime. Das heiligste Gebäude. Und er fühlt sich einfach getriggert. Und er denkt, er ist jetzt lustig, wenn er sagt, und sie. Noch viel lustiger ist es einfach, dass er das als Beleidigung ansieht. Dass Stay auf den Kommentar eingegangen ist, der geschrieben hat, Kaba ist Erdbeermilch. Oh, ich muss es nochmal angucken. Das auch ist problematisch, gut. Wenn man über den Islam Scherze macht. Kaba ist Erdbeermilch. Oh, also die Erdbeermilch. Es geht in dem Video um das wichtigste Gebäude der Muslime. Das heiligste Gebäude der Muslime, die Kaaba. Und er denkt, er ist jetzt lustig, wenn er sagt und sich dumm stellt, ah, Kaaba ist Erdbeermilch. Wenn man vorhin in Alpha Kevin Video fragt, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist nicht in Ordnung. Aber sich über die Kaaba lustig machen, zu sagen Erdbeermilch, Kaaba, das interessiert niemanden. Man darf sich darüber lustig machen. Ey, also Nimo, ich wünsche dir was, Bro. Danke für den Scherze zu machen. Da muss es auch für dich problematisch sein, homophobe Scherze zu machen. Sonst ist das Doppelmoral. Okay, kommen wir zur nächsten Anschuldigung. Transphobe Aussagen.
Oh weia, oh weia. Hier bezieht jetzt man sich gespannt auf folgenden Clip. Was willst du mit einer Puppe? Du bist doch ein Junge. Bro, alleine schon die ersten 20 Sekunden sind verstörend, weil ich nicht weiß, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Was soll das darstellen? Also, ist das eine Frau? Es sieht aus wie eine Frau, aber hat den Körper eines Mannes? Ich verstehe es jetzt schon nicht. Erstmal hat es einfach einen ekelhaften Beigeschmack, wenn man das Geschlecht einer Person so krass hinterfragt, obwohl es überhaupt keine Relevanz für irgendwas hat. Es ist halt wortwörtlich völlig egal, was für ein Geschlecht diese Person hat, also ist es auch völlig unnötig, das zu hinterfragen. Viel schlimmer als das ist aber, dass du sagst, es sei verstörend. Bro, alleine schon die ersten 20 Sekunden sind verstörend, weil ich nicht... Ja, und er hat gesagt, was es ist. Also nicht, wie er ist. So, 16 Subs von Admiral Hipster. Ey, ich werd blöd. Alter! Damit hat sich das Drehen heute übrigens erübrigt. Ey, Admiral, vielen Dank für 16. Der haut 16 Subs raus. Ich weiß, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Hiermit sagst du... Und dann hat er doch gesagt, was ist es? Ja, und nicht, oder was ist das oder so. Ne, ich glaube, es hatte ja... So krass hinterfragt, obwohl... Jetzt schon nicht. Erstmal hat es... Eine Frau ist... Ob hier das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Was soll das darstellen? Was soll das darstellen? Allein das ist schon sehr transphob. Zu sagen, ja, was soll denn das sein? Wie so ein Gegenstand, ja, Objektifizierung. Aber dann noch zu sagen, warte, es ist wieder... Nee, ich verstehe es jetzt schon nicht. Es ist verstörend, ja, es ist noch loster. ...keine Relevanz für irgendwas hat. Es ist halt wortwörtlich völlig egal, was für ein Geschlecht diese Person hat, also ist es auch völlig unnötig, das zu hinterfragen. Mhm. Viel schlimmer als das ist aber, dass du sagst, es sei verstörend. Bro, alleine schon die ersten 20 Sekunden sind verstörend, weil ich nicht weiß, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Hiermit sagst du also, dass alle Personen, deren Geschlecht du nicht identifizieren kannst, verstörend seien. Und da das meistens auf Transpersonen zutrifft, ist diese Aussage transphob. Und hier bitte beachten, Ahmad, es gibt nicht nur transsexuelle Personen, sondern auch Transvestiten, die sich einfach nur wie das andere Geschlecht kleiden. Und das bezeichnest du als verstörend. Stell dir einfach mal vor, das würde man bei Muslimen sagen. Guck mal, diese Frau trägt Kopftuch, das ist verstörend. Findest du auch islamfeindlich, oder? Zu Recht ist es nämlich auch. Und genau auf die gleiche Art ist deine Aussage in dem Video transphob. Und darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. Das bedeutet die starke Feindseligkeit oder Abneigung gegen diese Person. Feindseligkeit, das ist, wenn man diese Leute feindselig gegenüber denen steht, die hasst, verfolgt, diskriminiert. Transphobie, auch Transfeindlichkeit genannt. Weißt du, was das bedeutet? Das ist nicht, wenn man jemanden von denen fragt. Das bedeutet, wenn du diese Leute angreifst, feindlich gegenüber denen eingestellt bist, sie beleidigst. Ja, korrekt. Wenn du so bist, bist du ein Transphob. Man ist aber nicht direkt ein Transphob, wenn man transphob handelt. Transphob sein und ein Transphob sein sind zwei unterschiedliche Dinge. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Dann kommen wir zum nächsten Vorwurf. Hier gibt es direkt mehrere Clips, gehen wir die also nacheinander durch und fangen hiermit an. Aber du findest mich heimlich geil. Digga, Anfang 20 und ihr findet mich mal geil, Bro. Die Kurven, ich weiß nicht, ob er es ernst meint mit den Kurven. Junge, er ist halt einfach fett, ich weiß nicht. Also ist ja nicht böse gemeint. Das, was hier Bodyshaming ist, ist die Art, wie du es sagst. Der ist halt einfach fett. Das ist abwertend und überhaupt nicht neutral. Du hättest die Stelle ja auch einfach überhaupt nicht kommentieren müssen, aber du hast dich explizit dazu entschieden, hier über das Gewicht von Tim zu sprechen. Sind das nicht eher grenzwertige Aussagen? Also das ganze Phob-Gelaber nehme ich so nicht wahr. Doch, safe. Da er das unterschwellig die ganze Zeit macht und immer wieder und man belehrt ihn und er macht es trotzdem weiter, fällt eigentlich für mich bloß noch eine Sache auf, und zwar zu sagen, dass er homo- oder auch transphobe Aussagen bringt. Ja? Und wenn ich jetzt mal auf seinen Twitter-Account schaue, den ich heute übrigens mehrfach zerlegen musste, weil ich habe ihm permanent ein Ratio reingedrückt. Pass auf. Er hatte die ganze Zeit was geschrieben. Pass auf. Digga, was geht bei dem Typen? Es ging nur um Lutschen. Seit wann ist Gays sein eine geistige Einschränkung? Du bist echt widerlich. Also er labert halt irgendeine Scheiße und wirft die mir vor, weil er geschrieben hat, fühlst du dich angegriffen? Bin mir sicher, schaffst mehr als 30 Zentimeter, bist ja geübt, auf die Knie zu gehen, du Mainstream, hat er zu mir geschrieben. Dann hat er geschrieben, wenn Deutschland heute nicht die Love-Binde bedingungslos trägt, dann boykottiere ich die WM. Der FC Bayern soll die Binde auch auf ihrem von Katar gesponserten Trikot tragen, LGBTQ. Wird Deutschland heute gewinnen oder werden sie lieber zeigen wollen, dass sie gay sind? Also wenn man die LGBTQ-Fahne hisst oder die Kapitänsbinde LGBTQ trägt, dann ist man gay. Automatisch. Dann hat das nichts mit Solidarität zu tun oder mit Unterstützung, sondern dann ist man das.
Also der Typ ist homophob. Also anders kann ich es nicht mehr beschreiben. Ja, außer dass alles dafür gemacht wird, dass man denkt, er sei homophob. Warte, was hat er noch geschrieben? Ah nee, das Wort, das ist dann schon wieder ein Stück weit zu weit weg. Irgendwas wurde noch von ihm gelöscht, scheinbar. Das hier scheinbar. We have received a complaint regarding your account. Okay, die haben wir hier gesperrt, weil er Mainstream zu mir gesagt hat. Ja, aber da sieht man doch einfach mal, was das für ein Mensch ist. Und der möchte es auch nicht lernen, der möchte es auch nicht verstehen. Der würde es niemals verstehen. In einem abwertenden Ton. Und das ist eben Bodyshaming. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du auch vorher schon abwertend über Übergewichtige gesprochen hast. Und zwar hat er Videos hochgeladen, wo er sagt, dass sie schwanger ist. Ich weiß, mag Moneten. Der alle echte Hase spendet 50 Euro. What the fuck? Ich liebe sie. Bitte lass uns Kinder kriegen. Schwarzes Herz. Nein, ey, ich möchte nicht den allerechten Hasen sehen, sag ich dir ehrlich. Ich danke dir für 50 Euro. Ey, ist heute Tag der hohen Spenden. Ich verstehe es wirklich nicht. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Der haut dir 50 Euro raus. Der allerechte Hase. Die Frage ist, ist das Apo-RED gewesen? War es Apo-RED? Ich weiß es nicht. Ey, ich danke dir vielmals, ehrlich, für 50 Euro. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Weiß nicht mal, wie das Wahnsinn, geht. Ey, mal, das wenn ihr euch beide anschaut, rein physikalisch gesehen, laut den Naturgesetzen ist das gar nicht möglich. Aber egal, das ist noch eine andere Geschichte. Und ja, du kannst dich natürlich wieder damit rausreden, dass das ja alles nur Witze sind und überhaupt nicht ernst gemeint. Und du kannst es auch wieder damit vergleichen, dass du deinen Kumpel ja auch tausendmal... Alex, danke, Bro, wirklich. Aber diese Leute sind nicht Irre. Deine Freunde. Deine Zuschauer Wahnsinn. Sind nicht deine Freunde. Du kannst nicht und über Helena, Freunde so reden und einfach erwarten, dass sie das so auffassen, wie du das meinst. Meine Freunde dürfen mich aus Spaß beleidigen, Fremde nicht, weil ich nicht weiß, wie ich das zu 100% aufnehmen soll. Ja, aber guck mal, das ist doch das Problem. So, das habe ich ihm auch erzählt in meinem Video und er hat es immer noch nicht gecheckt. Also, macht es überhaupt noch Sinn, ihn zu belehren? Ich glaube, es macht, bei ihm ist der Zug abgefahren. Er möchte nicht belehrt werden und er möchte auch nicht, dass irgendjemand jemals was gegen ihn sagt. Weil wenn du etwas gegen ihn sagst, dann bist du, Zitat laut ihm, eine Mainstream-Fotze. Sobald du irgendwas sagst, was die Mehrheit hören würde, hören möchte oder verlangt zu hören, dann bist du automatisch die Mainstream-Fotze und dementsprechend handelt Ahmad immer gegen den Mainstream und liegt halt auch immer daneben. So. Ist halt hart, aber muss man halt auch mal so sagen. Haben die wirklich nur einen Scherz gemacht oder war das eine Beleidigung als Scherz verpackt? Keine Ahnung. Also mach Kuhn hat zu dieser Stelle aber auch gesagt, dass es bei dieser Körpergröße doch gar nicht möglich ist. Ja, das ist einfach, wenn es stimmt, dass er das gesagt hat, dann ist das, gilt das für ihn genauso, der Kritikpunkt. Das ist einfach Bodyshaming und einfach nur sinnloses Beleidigen. Fremde nicht solche Witze, vor allem nicht öffentlich vor einem potenziellen Millionenpublikum, worunter auch viele Betroffene sein werden. Sehr, sehr aber im Prinzip weißt du, dass du Bodyshaming. Danke schön für den Sub, Bruder. Ja, Ehre. Ich habe ihn nicht einfach so fett genannt. Es gibt einen Unterschied, ob du zu jemandem gehst und sagst, ey, du fettes Stück Scheiße, oder jemand über seine Kurven redet und du dann über seinen Körper redest. Und jetzt eine Entschuldigung von Marius. Hallo, ich mag Moneten. Prinz Boomer spendet 50 Euro. Der alle echte Boomer. Engelhaftes Gesicht. Was? Ey, das kann nicht sein. Real Talk jetzt, das kann nicht sein. Ich habe gerade schon eine 50 Euro Spende bekommen. Jetzt schenkt mir Prinz Boomer hier noch eine 50 Euro Spende. Ey, wenn das jetzt wieder Alex war, ey, ich danke dir vielmals, ehrlich. Ich danke dir vielmals, Prinz Boomer, ja? Oder den aller echten. Danke für 50 Euro erneut. Sick. Sick, ich, danke dir, ehrlich. Eine Fehlgeburt ausgenutzt habe und eine Schwangerschaft. Ich bin halt ein fettes Stück Kacke. Es gibt einen Unterschied, ob du zu jemandem gehst und sagst, ey, du fettes Stück Scheiße. Und vergleich dich nicht wieder mit Comedians. Weil ich Witze ab und zu mal in meinen Videos mache. Wenn ich finde, Ahmad ist der zweite Atze Schröder. Ein Comedian auf der Bühne Witze macht. Er macht Witze über alles Mögliche, okay? Wisst ihr noch Kristall, der über einen schwarzen, rollstuhlfahrenden, schwulen Juden einen Witz gemacht hat? Er ist bestimmt feindlich gegenüber all diesen Leuten, ne? Comedians dürfen keine Witze mehr machen. Ich verpacke Videos witzig. Ich mache ab und zu mal an manchen Stellen Witze, wie ich zum Beispiel mich einfach lustig machen über ihren Körper und so weiter. Und ich erkläre sogar anschließend immer, warum ich diese Witze mache und so weiter. Alpha Kevin zeigt das aber nie. Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Du bist nämlich kein Comedian. Die Leute schalten bei dir nicht ein wegen deinem Humor, sondern wegen deiner Meinung. Bei einem Comedian nimmt man nichts ernst, was er auf der Bühne sagt. Du willst aber doch ernst genommen werden mit deiner Meinung. Deswegen machst du ja Meinungsblock. Nee, der möchte, dass man gar nichts von ihm scheinbar ernst nimmt. Der ist wahrscheinlich, das gehört alles zu seinem Plan. Der ist Comedian.
Ahmad ist Comedian. Und wer, ich habe sehr, sehr stark. Wenn man macht sich lustig über irgendwas, dann ist er nämlich kein Comedian mehr. Mrs. Coco, danke für den Sub. Ja, wenn Ahmad etwas sagt und er möchte, dass man ihm zustimmt und dann stimmt man ihm zu, dann ist er kein Comedian. Wenn er aber etwas sagt, wo man ihm nicht zustimmt, dann ist er Comedian. Der Typ ist eine wandelnde Doppelpersönlichkeit. Ja, er hat zwei Persönlichkeiten und das eine ist Comedian, das andere ist Ahmad. Und er weiß aber selber nicht, wann er was anwenden muss. Blogs. Und deine Witze sind nicht immer als Witze zu erkennen. Sie verschwimmen nämlich mit deiner Meinung, weswegen man das oft genug verwechselt. Also der Kontext ist ein ganz anderer. Wirklich, und ich meine das jetzt überhaupt nicht böse, aber du bist wirklich, wirklich schlecht im Vergleiche ziehen. Du vergleichst so oft Sachen, die überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind. Kommen wir damit zum nächsten Thema. Helena, keine Ahnung, ich hab's nicht angeguckt. Du unterstellst Igli Schröder immer wieder pädophil zu sein. In deinem neuesten Video dazu ruderst du ein Stück zurück und sagst, er sei eben nur hebephil. Aber auch bei hebephilen, was man eigentlich... Nein, er rudert nicht zurück. Er sagt genau das gleiche wieder, dass er pädophil sei. Weil es für ihn keinen Unterschied macht zwischen Hebephilie und Pädophilie. Umgangssprachlich nicht nutzt. Die meisten nutzen genauso wie ich nur pädophil. Deswegen habe ich auch gesagt, dass Igli Schröder pädophil ist, aber etwas mit einer 17-Jährigen hatte. Und Alpha Kevin stellt mich dar, als hätte ich ihn einfach pädophil genannt, sodass die Leute denken, dass er was mit 11-Jährigen hat. Obwohl ich ganz klar in meinem Ausgangsvideo, wie ihr alle gesehen habt, gesagt habe... Er labert halt nur Scheiße. Es tut so weh. RGJ! Dankeschön für den Raid. Ey, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream gehabt. Wir gucken uns hier gerade eine sehr loste Angelegenheit an. Liebe an euch. Dickes Dankeschön. Habe, dass er was mit einer 17-Jährigen hatte. Ahmad, die Kritik ist nicht, dass du Igli Schröder unterstellt hast, mit einer 11-Jährigen etwas gehabt zu haben. Die Kritik ist, dass du ihn als pädophil bezeichnet hast, obwohl er etwas mit einer 17-Jährigen hatte. RGJ. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. RGJ. Ja, dann machen wir es jetzt mal. So etablierst du die Ansicht, dass es pädophil sei, etwas mit einer 17-Jährigen zu haben, was einfach nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt Erzieher wäre und eine 17-jährige Freundin hätte und man mich als pädophil bezeichnen würde, dann würde man mich feuern. So ein Vorwurf kostet Leuten ihre Existenz. Glaubst du, es wird noch groß nachgeprüft, wenn so ein Vorwurf im Raum steht? Zum Schutz der Kinder wäre ich schneller gefeuert, als ich bitte, bitte sagen kann. Igli Schröder so zu nennen, ist Verleumdung. Und das ist eine schwere Straftat, Ahmad. Und ich sage das nicht, um dich fertig zu machen oder so. Mit deiner Reichweite kannst du bis zu 5 Jahre... Ahmad, spendet 1 Euro. Ich bin lost. Weil ich Schachmatt bin. Ja, hast du komplett recht, danke. Ins Gefängnis dafür kommen. Das ist langsam kein Internet-Haha-Hihi mehr. Vor Gericht kannst du dich auch nicht damit rausreden, dass du ja was anderes gemeint hast. Na. Das ist ein Video. Spätestens im Schnitt hättest du es korrigieren können. Nein, das Ding ist, guck mal. Das Ding ist, du weißt doch, T-Tech, Ahmad ist Comedian. Also ist das völlig legitim, laut Ahmad auch mal so Igli Schröder als pädophil zu bezeichnen. Weil er ist ja Comedian in dem Moment gewesen. Da kann man schon mal Fakten ausblenden und kann man sagen, ja, für mich ist das egal. Wenn du mit einer 17-Jährigen was zu tun hast, dann bist du ein Pädophiler. Hast du aber nicht. Auch der Vorwurf der Hebephilie ist bei Igli Schröder übrigens unangebracht, weil die 17-Jährige keinen frühpubertierenden Körper hat. Hebephilie. Das sexuell präferierte körperliche Entwicklungsalter ist dabei geprägt vom Übergang zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Körperschema, repräsentiert in der Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Sekundäre Geschlechtsmerkmale wie die Brüste, die bei dieser 17-Jährigen nicht im Frühstadium des Wachstums sind, wie man hier in dem Bild sehen kann. Achtet auf die Brüste, die sind definitiv nicht im Übergang vom kindlichen zum erwachsenen Körperschema. Ahmad, bitte setz dich mit diesen Begriffen wirklich auseinander und versteh... Macht er nicht. Ich hab's ihm doch auch schon erklärt. Ich habe ihm das auch schon erklärt, habe ihm die Definition gezeigt und im nächsten Video wirft er mir das Gleiche nur noch mal ein bisschen schlimmer vor. Und zwar, dass ich mich wirklich jetzt nun auf die Seite komplett stelle und scheinbar Igli abfeiere. Ich verstehe, warum es wichtig ist, diese ganz klar abzugrenzen. Das, was Igli macht, finde ich persönlich moralisch auch fragwürdig, definitiv. Und ich fände es auch eklig an der Stelle der 17-Jährigen, aber das ist eben Geschmackssache. Wäre das aber Pedo oder Hebephil gewesen, hätte Igli Schröder sich strafbar gemacht. Da es das aber nicht ist, hat Igli Schröder sich auch nicht strafbar gemacht. Stattdessen hast du dich mit diesen Vorwürfen strafbar gemacht, einfach nur, weil es deiner Meinung nach pädophil ist. Ja, aber es stimmt ja nicht, weil, wie gesagt, der ist ja Komiker. Das ist ja, das war ja alles Satire und der hat sich, das ist ja ein Komiker, man darf das ja nicht ernst nehmen. Deine Meinung hat bei solchen Vorwürfen aber überhaupt keine Relevanz. Sonst kann ich dir auch einfach vorwerfen, alles dass eine Rolle, du meiner ja? Meinung nach ein Vergewaltiger bist. Ist zwar offensichtlich nicht so, aber ist ja meine Meinung. Also darf ich das ja auch weiter verbreiten, oder? Vor allem ist Pädophilie und Hebephilie eine Diagnose. Das kannst du nicht einfach so behaupten. Stell dir mal vor, KuchenTV würde solche Lügen über dich verbreiten. Wäre doch auch nicht in Ordnung, oder? Guck mal, ich bin der Meinung, dass er psychisch krank ist. Also das ist meine Meinung. Sei vorsichtig mit solchen Äußerungen, Ahmad. Sonst kann man dich ganz schnell vor Gericht ziehen und glaub mir, du wirst
es richtig schnell verlieren. Dann sind wir auch schon beim letzten Thema. Ich glaube, Ahmad ist dessen nicht ganz bewusst. Und ich sag euch ehrlich, wäre ich jetzt Erzieher, wäre ich ernsthaft, also ich bin noch nie zu einem Anwalt gegangen, um irgendjemand anzuzeigen. Aber das wäre der erste Grund gewesen, wo ich zum Anwalt gegangen wäre. Also wo ich genau weiß, das wäre auch so gewesen. Aber der kann froh sein, dass ich nicht Erzieher bin, jetzt seit einem anderthalb Jahr. Ich mag Moneten. Dann Gehase spendet 10 Euro. Wieder mal Time for Edit. P. Ah, nee, ich habe eine Freundin. Ich danke für die 10 Euro, aber wir können ja uns auf ein Käffchen treffen. Ne? Ich danke dir. Ich danke dir für den Support. Ja. Ja, irgendwas wollte ich sagen, aber ich lasse es einfach. Dort sagst du das. Merkt ihr gerade dieses Ungleichgewicht? Wir diskutieren über so eine Frage, während so eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft herrscht. Ich spreche das Ganze an und Alpha Kevin sagt, Whataboutism. Das ist Whataboutism. Das kannst du keinem erzählen. Ja, Ahmad, das ist laut Definition Whataboutism. Der Name Whataboutism kommt ja genau daher. Die Leute sagen, aber was ist mit bla bla bla? Also auf Englisch, but what about bla bla bla? Whataboutism. Und ich würde gar nicht sagen, dass Whataboutism immer schlecht ist, weil man damit tatsächlich ganz gut Doppelmoral aufdecken kann. Aber in einer Argumentation ist es meistens einfach nicht zielführend. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, wir stehen uns gegenüber, ich sag zu dir Hurensohn und du kritisierst Hallo, an mir... ich mag Moneten. Ey, das ist krass. Habt ihr heute Tag doch einen Spenden? Ich will 3 Kinder von dir. Das ist okay. Ja, dann sag einfach nur noch Ort, wo wir machen wollen und dann geht das. Alles gut. Alles gut. Für 13 Euro safe. Für 13 Euro bin ich am Start. Dankeschön, ja? An dem Allerechten. Vielen Dank. Wenn es Alex war, danke an Alex. Dass ich dich Hurensohn genannt habe. Und dann sage ich, aber was ist mit gestern? Da hast du mich doch auch Bastard genannt. Und jetzt? Ändert das irgendwas daran, dass ich dich Hurensohn genannt habe? Nein. Klar konnte ich jetzt damit aufzeigen, dass du ja selbst beleidigst, aber deine Kritik daran, dass ich dich Hurensohn genannt habe, bleibt doch bestehen. Ich habe dir doch dann trotzdem noch Unrecht getan. Also, Whataboutism eignet sich, um Doppelmoral aufzuzeigen und um vom Thema abzulenken, aber nicht um Kritik gegen zu argumentieren. Verstehst du? Ich hoffe wirklich, dass ich dir das jetzt alles verständlich erklären konnte, Ahmad. Also für jeden war es verständlich. Ich muss sagen, das hat er sehr gut gesagt. Also generell, er hat es sehr eindeutig gesagt. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, in Ahmad denkt sich jetzt so, ich bin Komiker. Der wird jetzt sagen, er ist jetzt in die Rolle des Komikers geschlüpft und sagt, das ist ein Mainstreamer. Der T-Tech ist ein Mainstreamer, hat er ja vorhin auch gesagt, dass er irgendwo ein Mainstream-Meinungsblogger ist. Und deswegen hört er nicht drauf und sagt genau das Gegenteil von dem, was T-Tech sagt, weil sonst würde ja Ahmad sich selbst zum Mainstreamer machen. Ne? Ahmad würde jetzt auf jeden Fall auch sagen, ja, T-Tech hat ein Problem mit Ahmad, so generell. Ja, ich denke, das wird dann am Ende, ja, das wird das Ende des Lieds sein. Und das finde ich dann einfach sehr hart. Naja, aber Ahmad ist gerade wirklich in der Komikerphase. Ich denke, er ist gerade einfach nur sehr lustig drauf. Falls du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne privat auf Instagram. Ich verspreche, dass ich nichts davon leaken oder weiterschicken werde. Und ich sage auch niemandem, dass du mir geschrieben hast oder so. Das bleibt alles vertraulich. Vertrau mir. Ich will damit keine Reichweite generieren oder so, sondern einfach dir helfen zu verstehen, warum man dir diese Sachen vorwirft. Aber das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt. Ja, ist ein gutes Video gewesen, aber es wird nichts ändern. Ahmad wird es auch nicht gesehen haben. Also der wird es vielleicht gesehen haben, aber der wird merken, oh, ich bin echt dumm. Ich bin echt dumm, aber nee, das stimmt alles nicht, was er sagt. Und dann ist er trotzdem wieder dagegen. Bei dem ist der Zug eh abgefahren. Das Ding ist durch.